Erkennt ihr den Unterschied? Ich habe einfach in den Schrank gegriffen und habe mir Raumspray in die Haare gesprüht. Naja, wenigstens riechen sie jetzt gut. Weil ich so verbimmelt bin. Ich weiß auch nicht, warum ich so vergesslich bin. Das ist doch nicht normal. Ja, gut. Ich habe dann doch nochmal das Haarspray genommen hinterher. Ach, Leute. Ja, mir geht es super. Auch wenn ich voll die Morgenübelkeit heute habe. Ich finde es klasse, weil ich bin total gerne schwanger und ich freue mich, dass ich ja diese Anzeichen haben darf. Ne, das sieht kacke aus. Oh, Mann. Ich muss das eben am Spiegel machen, irgendwie. Sonst wird das nichts hier. So, ich glaube, jetzt habe ich's. So, noch mal ein bisschen Haarspray, damit die Zippelhaare nicht so rauskommen. Das stört mich immer, wenn hier diese kleinen Mini-Haare rauskommen. So, der Bert ist schon losgefahren, um kurz nach 7 oder so zum Baumarkt. Wir wollten was bauen am Laden, dass der Smurfy da auch draußen, also wir sitzen ja im Sommer immer draußen im Laden und das geht jetzt halt nicht mit Smurfy, außer wir würden ihn an der Leine machen da draußen. Das wollen wir nicht. Deswegen ja, wollte Bernd da eine Konstruktion bauen, dass Smurfy da mit uns draußen sein kann. Da ist er. Das Bett mache ich nicht. Ich muss jetzt halt wieder den ganzen Tag arbeiten. Ach, da ist Bernd. Der ist auch einkaufen. Erzähle ich euch gleich. Hallo. Also schöner würde ich es finden, wenn es so Holz ist wie... Ja, okay. Ja, okay. Also der war einkaufen, weil ich brauchte diese Calcium-Tabletten. In der letzten Schwangerschaft sollte ich die ja auch nehmen. Also Calcium und Magnesium. Da hat der Frauenarzt gesagt, die aus dem Supermarkt reichen. Und ich nehme jetzt schon jeden Tag Magnesium, aber Calcium habe ich nicht mehr. Und ihr habt mir immer gesagt, nimm die nicht zusammen. Deswegen nehme ich die jetzt getrennt. Also erstmal hatte ich keine Calcium und... wenn ich sie dann habe, nachher nehme ich sie getrennt mit dem Magnesium. Und ein paar Sachen hat er noch eingekauft. Und jetzt ist er im Baumarkt und ruft wieder an. Ja, hallo. Da fehlt noch was. Ja. Ich habe das so gedacht an der Seite. Rein oder zur Seite? Man hat dich nicht gesehen. Mach das nochmal. Willst du das reinholen oder zur Seite? Ich würde das am Kühlschrank hinstellen, weil wenn das hier draußen steht, kann also das wieder irgendjemand gebrauchen. Ja, das stimmt. Hier kommen dann hinten die Holzplatten, die großen Platten hin, ja. Dann habe ich das jetzt so gedacht. Die machen wir hier so dran, fest. Oder ja. So rum, je nachdem. Die werden ja verbunden, die beiden, wenn wir so recht schön verbinden. Dann werden die einfach nur hier angelehnt. Und mit Schrauben oben unten festgemacht. Aber du willst das doch immer nur, wenn wir draußen sind. Ja, aber mit so Motorschrauben, die man abmachen kann, rausnehmen in die Garage. Nur das bleibt fest dran, da ist ja kackegal. Ja. Aber dann hat das hier halt, da in der Nische halt. Und dann baue ich noch so einen Fuß, den wir auch mobil festmachen können. Mit so einem Holz, der dann Standbein hat. Okay. Was hältst du davon? Wenn das alles funktioniert und Beagle ausbruchsicher ist, das weiß man nie. Wäre das super. Da bin ich schon klar an. Er kommt immer raus. Ich nicht zuhören lassen, warum? Hallo Baby! Ja, Baby, ich bin noch wieder da. Haben wir dich hier gelassen? Oh, ich habe einen Plan gemacht gegen dich. Bei uns ist jetzt Frühstückspause und mein Mann schaut mal, wie schön der mich verwöhnt hier. Mhm. Lecker. Mit so Brötchen. Nee, danke. Mit Creme Vega und Hobels-Dings-Salami. Hobels. Hobels.
und schön Gemüse für die Vitamine. Und hier habe ich noch ein bisschen Döner von gestern, falls mir mein Essen nicht reicht. Döner für den Hintern. Für Döner für den Hintern. Und Smurfy wartet auf seine Kohlrabi. Smurfy? Möchtest du ein Stück Kohlrabi? Okay. Ich war kurz im Aldi einkaufen und guck mal, was ich bekommen habe. Und ist das nicht süß? Oh, rastet aus, der Hund. Der freut sich. Die stelle ich mal ins Wasser. Eigentlich bin ich nicht so der Typ, der auf Blumen steht. Aber jetzt habe ich mich gefreut. Die sind doch süß, kleine Röschen. So, ich kriege auch nicht oft Rosen oder Blumen im Allgemeinen, weil wir nicht so die Geschenketypen sind. Aber manchmal ist es doch schön. Und da brauche ich auch keinen Strauß mit riesengroßen, langstieligen Rosen. Mir reicht so ein Strauß. Ich finde das süß einfach. Ein einfaches Glas tut's auch. Und machen Sie das? Danke für die Rosen, Milord. Bitte? Danke für die Rosen. Wie komme ich denn zu der Ehre? Wegen der Liebe. Wegen der Liebe, ja, aber die ist doch immer da. Ja, tue ich auch. Moment, ich muss gerade meine Rosen jetzt hier verarzten. Die haben ja gar keine Stiele. Die haben gar keine Stacheln, die Rosen. Ja, wie haben die das gemacht? Genmanipuliert. Du hast mir bestimmt nur Rosen geschenkt, damit alle Zuschauer wieder sagen, oh, der Bernd, der ist aber süß. Ja, außer den Zuschauern nicht beeilen. Was, Murphy, guck mal. Was habe ich hier? Hm? Was habe ich hier? Oh. Brauchst du auch Tücher bei dir? Ja, ich nehme auch welche. Nee, nicht da reinbeißen, die sind nicht zum Essen. Drei Pakete. Jetzt sitzt du hier vor, als ob die für dich sind, die Rosen. Die sind nicht für dich. Na, schnuppern? Na, also eine muss da essen. Eine hat eine gegessen. Ne, da sind die. Der frisst die. Draußen die Rosenblätter frisst er ja auch. Die sind ja auch, die riechen ja auch gut. Einen feudalen Geschmack hat unser Hund. Toll, jetzt habe ich eine hier ab. Egal. Mit Liebe. Ja, Liebe, danke. Hundeliebe. Hundeliebe. Egal, ist ein besonderer Strauß. So, schaut, mein Mann verwöhnt mich wieder. Es sind Nudeln, grüner Spargel. Was hast du da noch reingemacht? Paprika, Zwiebeln, Knoblauch. Das hier ist noch ein Rest Dönerfleisch von gestern, also in Anführungsstrichen, das sind Sojaschnitzel, rote Paprika, Schlagfixsahne und leckere Gewürze. Und das riecht gut, sagt der Smurfy. Dann haben wir noch sein... Ja, ein Stück Lamm haben wir noch. Okay. Da hast du aber Glück, dann kriegst du jetzt Lamm. Knochen. Ja. So, jetzt kommt der Test. Das Soja geschnitzelte ist ein bisschen wabbelig. Das hätte man ein bisschen mehr ausdrücken müssen als Wasser. Ja, er weiß. Geil. Dein Lieblings. Das ist dein zweitliebster Napf ist das. Setzt sich schon mal ganz artig. Mach hier vorne, nicht das, oder? Ist ja egal, ist jetzt keiner da. Schau, Smurfy. Okay. Ja, fein. Guten Appetit. Mhm. Mhm. Ja, ja, wer Hunger hat, isst mit. Schmeckt sehr lecker. Ja. Finde ich, hast du toll gemacht. Heiß. Ja. Kalt war aus. Nein.
Das ist super. Jetzt filmen wir mir gerade vor die Wand gerannt. Ja, da hatte ich leider nicht an. Immer in den besten Momenten ist die Kamera nicht an. Sollen wir uns Kameras auf den Kopf machen und immer filmen? Ins Auge implantieren. Ins Auge implantieren. Aber dann müsste das auch dann halt alleine schneiden. Mhm. Mhm. Die Tourette, kann ich nichts für. Sobald die Kamera auf dich gerichtet Tourette. Ist. Ja, ja, kennen viele. Ja, wir haben Feierabend. Wie ihr seht, wir sind schon zu Hause. Wir laufen die letzte Runde. Und ich wollte das Video eigentlich nur noch beenden. Und wir sehen uns morgen in einem neuen Video. Danke fürs Zuschauen. Hör mal auf jetzt. Ja, sag tschüss. Du hast mich gar nicht gefilmt. Nein, hier. Nein, das will ich auch kommen nicht. Wir zusammen. Der Fallenwedel nicht mehr dabei. Die zukünftigen Eltern zusammen. Nochmal Eltern, Hundeeltern, Kindereltern, alles Eltern. Nochmal Kind, ja. Wurmeltern. Wurmeltern? Er ist noch ein kleiner Knubbelwurm. Ja, noch kleiner ist es. Ja. Ja. Okay. Bis morgen. Tschüss.